Servus Freunde und willkommen zu einem neuen Video und zum letzten Teil meiner Videoreihe Antrieb wechseln am Canyon Spectral. Wie ihr in den vergangenen Videos hier oben, gesehen habt, habe ich den kompletten Antrieb an meinem Canyon Spectral gewechselt. Wir haben die Kassette, das Schaltwerk und die Kurbeln plus Tretlager gewechselt, alles auf SRAM umgerüstet. Im heutigen Video geht es einfach darum, die ganze Geschichte noch einzustellen, und zwar das Schaltwerk. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Bevor wir uns an das Schaltwerk machen, gehen wir als erstes vorne an den Trigger. Da habt ihr hier so ein kleines Drehrädchen. Das dreht ihr erstmal voll rein, also in die Richtung, dass der Bowdenzug überhaupt keine Spannung mehr hat. Bis Anschlag, bis es nicht mehr geht. Und jetzt gehen wir hinter an das Schaltwerk. Hinten am Schaltwerk angekommen seht ihr ja noch, dass mein Bowdenzug relativ lang ist oder ganz schön lang. Den schneiden wir am Ende weg. Es kann sein, dass wir noch ein paar Mal hin und her bewegen müssen. Deswegen lasse ich den so lang. Das schneide ich dann immer zum Schluss weg. Wir fangen jetzt an, das Schaltwerk einzustellen. Dazu müsst ihr schauen, was ihr für ein Schaltwerk verbaut habt. Ich drehe das Ganze nochmal, denn ihr habt drei Einstellschrauben. Einmal die Stellschraube für den unteren Anschlag, einmal die Stellschraube für den oberen Anschlag, also für das größte Ritzel, und einmal hier oben die Stellschraube, die den Abstand vom obersten Schaltröllchen zum obersten Kettenblatt einstellt. Das ist eine ganz wichtige Einstellung, aber um die kümmern wir uns erst später. Wie gesagt, haben wir hier diese zwei Einstellschrauben und wir fangen an, den unteren Anschlag einzustellen. Ihr seht ja, ich hoffe, ihr seht's, dass meine Kette hier nicht auf meinem untersten Ritzel ist. Das unterste Ritzel ist hier, meine Kette fährt noch hier. Und das Ganze müssen wir jetzt einstellen. Deswegen haben wir die Spannung vom Schaltwerk erstmal runtergenommen, denn wenn das Schaltwerk keine Spannung hat, fährt das Schaltwerk nach unten, beziehungsweise die Kette läuft nach unten auf den schwersten Gang. Und bei SRAM ist die Einstellschraube für den schwersten Gang, also hier unten das kleinste Ritzel, ist das hier, die linke Schraube. Und die drehen wir jetzt, und ich hoffe, ihr seht es ein bisschen. Wenn ich an dieser Schraube drehe, bewegt sich das Schaltwerk nach unten oder nach oben, je nachdem, in welche Richtung ich drehe. Das drehe ich ein paar Mal, dreht einmal in die Pedalen und zack, die Kette ist schon ins unterste Ritzel gesprungen. Jetzt müssen wir schauen, dass das oberste Schaltröllchen parallel zum kleinsten Kettenblatt läuft. Dann einfach von hinten, von der Richtung, einfach mal drüber schauen und gucken, ob das hinhaut. Und ich würde sagen, ja, das passt schon. Vielleicht ein wenig nochmal nachstellen. Wie gesagt, immer mal kontrollieren, indem ihr einfach in die Pedale tretet. Und dabei darf kein Klackengeräusch entstehen, dass die Kette nach oben springen will. Jetzt kümmern wir uns um den oberen Anschlag. Dazu schalten wir vorne einfach nach oben und bewegen die Pedale dabei so, dass das Schaltwerk nach oben läuft. Und wir merken, dass die Kette hier aufhört, weiter nach oben zu wandern. Das heißt, wir müssen jetzt etwas die Spannung verstellen, und das Ganze machen wir vorne am Trigger. Einfach ein wenig in die Pedalen treten und den Trigger, den Hebel, was ich vorhin bis reingedreht habe, wieder etwas nach draußen drehen, bis wir die Spannung erhöhen und die Kette nach oben läuft. Wenn sie fast oben angekommen ist, einfach in kleinen Schritten die Spannung noch ein wenig erhöhen, bis es oben ordentlich auf dem letzten Ritzel läuft. Wenn das eingestellt ist, kommen wir nun zur zweiten Einstellschraube. Einstellschraube für den oberen Anschlag, die befindet sich bei SRAM rechts. Und die drehen wir jetzt auch so weit, bis das Schaltwerk, das unterste Schaltröhrchen, parallel zum oberen Zahnkranz läuft. Auch das sieht schon ganz gut aus. Und nun kommen wir zur dritten Sache vom Schaltwerk. Und das hier ist hier oben die Einstellschraube, die den Abstand vom oberen Schaltröllchen zum größten Kettenblatt einstellt.
Dafür gibt es solche Lernen, die ihr hier unten dran halten könnt. Das habe ich euch in einem anderen Video schon mal gezeigt. Das blende ich euch jetzt ein. Ich mache das aber immer so, dass ungefähr 5 mm Platz zwischen dem obersten Schaltröllchen und dem obersten und den obersten Zahnkranz ist, so dass die Kette noch ordentlich drüber springen kann. Wenn ihr das alles eingestellt habt und die Kette oben ordentlich läuft, schaltet ihr vorne einfach wieder runter. Einfach ganz schnell runter und schaut, ob die Spannung da auch noch funktioniert, dass das Schaltwerk bis nach unten läuft, und dann schaltet ihr Gang für Gang durch, ob die alle wirklich sauber laufen, ob das Schaltwerk ordentlich das macht, was es soll. Ich habe jetzt hier gerade gemerkt, dass es kurz stockt. Das heißt, dass ich meinen Abstand vom obersten Schaltröllchen zum Kettenblatt etwas vergrößern muss. Der ist einfach zu knapp. Da mache ich einfach eine halbe Umdrehung, dreht wieder in die Pedale, Schalteingang nach unten, wieder einmal nach oben, und wenn das dann sauber läuft, ist das Schaltwerk fertig eingestellt. Das funktioniert jetzt einmal frei. Wie gesagt, schaltet immer ein paar Mal hin und her. Was ich euch als Tipp gebe, vorne die Spannung nicht ganz reicht und euer Drehnebel dann schon locker wird und rausfliegt, schraubt es hinten einfach locker, den Bautenzug, schaltet auf den letzten Gang, soweit wie es geht, und drückt mit der einen Hand einfach das Schaltwerk gegen das große Kettenblatt, schraubt die Schraube locker, die den Bautenzug festhält, gegendrücken, Bautenzug nachziehen und Schraube wieder festziehen, so dass ihr vorne noch genug Gewinde habt und euch vorne der Hebel nicht gleich wegbricht. Das nächste, was wir jetzt noch tun müssen, beziehungsweise das letzte, was wir jetzt noch tun müssen, ist den Bautenzug einfach kürzen. Dann nehme ich den mir immer hier so rum, nehme einen Seitenschneider oder hier so eine Kneifzange, kneift den dann hier einfach ab, zack, legt den ganzen Mist zur Seite. Dann nehme ich mir hier so eine Bautenzughülle, dreht den Bautenzug etwas ein, falls er etwas aufgetrüffelt ist, schiebt die Hülse drauf, und dafür gibt es Presswerkzeug eigentlich, aber ich benutze immer hier so einen Seitenschneider, das geht wirklich gut. Kappe bis drauf drücken und dann leicht einfach zusammenknietschen, so dass die Kappe nicht wieder nach unten rutscht. Ihr könnt über eine kleine Ziehprobe das Ganze probieren und schon seid ihr fertig. Das war's mit dem heutigen Video. Ich habe das Ganze etwas kürzer gehalten. Falls ihr genau wissen wollt, wie das Schaltwerk richtig funktioniert und was die ganzen Schrauben machen, hier oben wird euch das Video eingeblendet, wo ich das genauer erkläre. Aber ich denke, dass ich das ganz gut gemacht habe. Falls ihr Fragen dazu habt, stellt eure Fragen gerne in die Kommentare. Und wir haben es jetzt geschafft. Wir haben den kompletten Antrieb gewechselt. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr von dem Antrieb haltet, wie ihr ihn findet, wie ihr die Parts findet, würde mich mega interessieren. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Falls euch das Video gefallen hat, Like und Abo nicht vergessen, würde ich mich riesig drüber freuen. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein!